Da brauchten wir Stone-Zeug. Okay, ich sehe ein Muster, wir brauchen immer wieder Stein. Das könnten wir uns regelmäßig abholen von den Waschanlagen. Aber das ist nicht so wirklich gut. Ich sollte eher nochmal irgendwo einen Steinvorrat ausbeuten. Hier oben wäre recht viel, aber ich würde ungern Smog weiter nach oben bringen. Hier unter dem Eisen. Da ist das Eisen und darunter müsste entweder ein Steinvorrat sein oder irgendwas ähnliches Steiniges. Ja, Steine. Wie bringe ich die am besten nach Hause? Wir könnten die Dinger hier ändern. Wir könnten da kein Eisen raufpacken. So. Sondern du gehst da rauf. Da geht ein unterirdisches Ding. Da geht ein unterirdisches Ding. Und das Fließband hier ist jetzt ab sofort für Stein. Du. Ja, das müssen wir gleich gucken. Und Strom müsste noch hier runter. Also 1, 2, Abstand. Oh, und apropos Abstand, das Muster ist völlig murks. Hier links. Das muss ich mir gleich noch angucken. Dann brauchen wir noch Minen, elektrische, 2 Stück. Zip. Da. Und ich hätte hier gerne... Na gut, arbeitet halt nur eine da dran. Die muss aber richtig schön durchgehend powern. So, also du bringst jetzt Stein. Hier lang, hier lang, hier lang, hier runter, hier hoch, da rum. Da lang. Und wir haben nicht genug dabei. Okay, holen wir neue Fließbänder und dann gucken wir mal kurz, wo der Fehler hier war. Ich hätte das hier irgendwo durchgezogen, ganz nach Westen. Aber da waren die Abstände falsch. 1, 2, ja, ab hier ist falsch. Weg, weg. Ich brauche, stimmt, besseres Werkzeug. Wollte gerade meckern, ich brauche unbedingt besseres Zeug. Hier, besseres Zeug. Da, das müsste jetzt schneller Sachen abreißen können. Zip, 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 dip, dip. Small Electric Pole. So. 1, 2. Was? Schon wieder falsch. Was mache ich denn da? So. 2, ja. Ding, ding. 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 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alles gut, okay. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich meine besseren Strommasten herbekomme. Das müssen wir nach der nächsten Forschung mal gucken. Habe ich jetzt Stein geholt? Nein. Ich klaue mal kurz hier so lange Stein. Denn ich will wirklich gerne mehr Forschungsdinge haben. Bevor ich wieder in der Gegend rumlaufe. Und ich brauche mehr von den Fließbändern. Die kann ich mir auch noch hier klauen. Die stauen sich eh. Lauf, 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 lauf. So, sehr gut. Mitkommen. Dich erweitern wir einfach nach da. Dich erweitern wir einfach nach da. Da sind sie. Also, 1, 2, 3, 4. Die brauchen große Ärmchen. Gib mir davon ein paar. So, so. So, so. So. Warum forscht ihr jetzt nicht mit grünen Tränken? Achso, weil die Forschung selber gar keine grünen Tränke haben will. Okay. Das hätten wir also. Die Steine kommen noch nicht hier an, weil das da nicht verbunden ist. Okay, das mache ich jetzt auch nochmal kurz. Dafür bräuchte ich noch mehr davon. Und Forschung ist durch. Gut. Rüstung wird gleich gebaut. Strom. Gib mir, bitte. Oh. Ich sehe einen Denkfehler bei mir. Ich habe vorhin einfach nur die ganzen roten Sachen durchgeguckt. Ich habe nicht geguckt, was hier noch bei den gelben war. Oder? Solarzellen, Strom. Da. Da sind sie. Komm, gib mir. Sehr gut. Ding, 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 ding. Und jetzt geht das los mit den Untergrunddingern. Du, da, nach da. Du, da, nach da. Keine Untergrunddinger mehr, keine Laufbänder mehr. Und hier sollen eigentlich bitte die Ölfelder hin und wir sind viel zu... Ja, wohl doch, da könnte man es ranbauen. Okay, also es muss weiter oben gesetzt werden. Und es darf nicht direkt ran an das Fließband gesetzt werden. Es muss vorher von dem Ärmchen darüber gesetzt werden. Also sagen wir mal... Hier. Da, wo kein Strom ankommt, genau. Dann gehst du bitte hier lang. Und holst dir hier irgendwo die Steine. So. Ah, es staut sich aber richtig schön. Gute Idee. Die sacken wir gleich alle ein und packen in unsere Kiste oben. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Und Strom für dich, auch wenn du komisch aussiehst. So. Das heißt, Stein kommt ein, Stein wird auf die äußere Seite gelegt, geht runter, staut sich hier, wird weiter verarbeitet, alles ist gut. Schön. Du kriegst die restlichen Steine. So, also Stein, Zahnräder werden produziert, Steine werden eingelagert, Bausteine werden hergestellt, eingelagert, Mauern kommen später. Grüne Chips stauen sich bald schon wieder. Das ist ein komischer technischer Stand, den wir gerade haben, dass wir zu viele grüne Chips haben. Das wird später nie wieder... Naja doch, es wird später wieder vorkommen, aber es dauert eine ganze Ecke. Water Beacon, nein. Ich hatte schon ein paar Mauern hergestellt, ja. Ich hätte gerne mehr Mauerstücke. Steinstücke. Ja, das könnte schon fast reichen für den einen Zugang. Aber da jetzt Gun-Türme hinzusetzen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Aber hey, besser als nichts. So. Hier... Karte? Ja, hier wollten wir dicht machen. Okay. Ja, ich sollte eigentlich erstmal gucken, wo das Muster hinführt, ne? Ja, okay. Muster setzen und dann gucken. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich denke mal hinter dem hier. Also. Turm. Am Pfosten. Hey. Warum kann ich den nicht direkt dran setzen? Egal. Also Turm am Pfosten. Dann 1, 2, 3 frei. Ich glaube, 2 frei reichten, glaube ich. Dann hier hochziehen. Das Wasser da ist am Weg. Das müssten wir eventuell zukippen. So. So. Ja, es geht. Schön, schön. Und da kommt dann jeweils ein Turm hin. Zack. Zack. Also später Lasertürme. Und dann hätten wir in die Richtung schon mal ein bisschen Schutz. Und ich werde gleich auf jeden Fall die Munitionsfabriken wieder anschmeißen. So, 12 Magazine reichen erstmal. So. Da rein. Da rein. Habe ich noch mehr Steine? Nein. Aber ja, ist schon mal ein Anfang. Wenn so ein kleiner Beißertrupp kommt, ohne ein Medium-Beißer, müsste das reichen. Das machen wir dann bei Zeiten dicht. Und dann fangen wir an, da oben dicht zu machen. Okay, nächste Schritte. Strom schaut noch okay aus. Ja, oder? Ja, Performance ist nicht mehr bei 30–40%. Weil es nicht gebraucht wird. Okay, das heißt, oh, nächster großer Schritt wird gleich sein, ganz viele Medium Poles zu bauen und das gesamte Muster zu ersetzen und diesen kleinen Kladderadatsch, das da zum Beispiel rauszurupfen. Und ich sollte die Bäume in Ruhe lassen, Bäume sind meine Freunde. Eigentlich nicht, aber wir müssen wirklich auf die Bäume achten, weil die sind unsere beste Waffe gegen den Feind momentan, weil sie unseren Smog eindämmen. eigentlich müsste ich auch viel grüner arbeiten. Also ich müsste vielleicht schon mit der Solarzellen-Geschichte anfangen und das durchforschen, damit wir möglichst wenig Verschmutzung anrichten. Und erstmal in Ruhe unsere Waffen hochrüsten können. Apropos Waffen hochrüsten. Combat Shotgun. Hätte ich ganz gerne wieder. Wann kommt die? Combat Shotgun. Bräuchte schon hellblaue Tränke. Das ist nicht gut. Wo ist Waffe 2? Waffe 3 ist hier. Brauche auch... Was? Waffen 5? Sniper Rifle. Waffen 6? Sniper Turret. Ach, Waffen 2 haben wir schon. Nee, ich sehe noch Military... Ah, da ist Military 2. Panzerbrechende Munition. Das wird erforscht. Ich muss mich unbedingt darauf achten, dass ich eine schöne Balance hinbekomme zwischen Bautechnik, also die uns von den Gebäuden her weiterbringt, und Knatterabum, Bang Bang Technik, damit wir nicht überrannt werden. Und die panzerbrechende Munition klingt schon mal sehr gut. Dafür könnten wir dann auch gleich Fabriken machen. Ich weiß allerdings nicht, ob die panzerbrechende Munition die normale Munition brauchte. Das müssen wir gleich gucken. Weil wenn die panzerbrechende die normale nicht braucht, dann können wir die ganze Fabrik hier abreißen. Und dann eine panzerbrechende Fabrik irgendwo anders draus ausbauen. Wobei die panzerbrechende Munition auch wieder andere Ressourcen braucht. Aber das gucken wir alles gleich. Kohle. Ist okay. Ganz viel Kohle. Super. Oh, ich brauche auch noch so ein Lager für Zeug. Also für Zeug, das man wirklich nicht mehr braucht. Wie zum Beispiel die Pistole und... Na, das braucht man später. Also Sachen, die man nicht akut braucht, weil unser Inventar ist jetzt schon voll mit Holz. Und Holz verwenden wir nicht so wirklich häufig. Ah, Holzkisten, nee. Lass mal. Werkzeug braucht inzwischen nicht mehr das Zeug. Es braucht Stahl und Metall und anderes Gedöns. Ja, Stahl. Davon hätte ich gern 15 Stück. Und Forschung ist durch. Also, Piercing... Oh, okay. Piercing Rounds braucht Stahl. Das ist nicht so gut. Und Granaten können wir herstellen. Das könnte gegen die Spawner ganz gut funktionieren. Also reinlaufen, 3 Granaten werfen, weglaufen. So in dem Dreh. Okay. Was haben wir noch? Landminen, Combat Robots, Flammenwerfer und Military 3. Was brauchen wir dafür? Raketen und blaues Zeug. Nee, blaues Zeug ist nicht so toll. Nächster Schritt wäre... Bullet Damage. Sniper Ammo Damage. Nee. Gun Turret Damage. Ich würde eigentlich gerne demnächst auf Laser umstellen, wenn ich das Ganze mit dem Öl dann hinbekommen habe. Was kompliziert wird. Was brauchen wir hier für Schwefel? Komm, erforscht bitte... Erforscht bitte erstmal die besseren Schmelzöfen. Dann passt das mit der Positionierung auch besser, weil die größeren Schmelzöfen waren, glaube ich, genauso groß wie eine Fabrik. Dann müssen wir nicht so eine komische Konstruktion machen wie hier. So, ich wollte aber 15 Stahl haben. So, gib mich. So, und zwar für die Dinger hier. Kann ich schon Öltanks bauen? Ich denke nicht, das war ein extra Forschungsding. Nee. Schade. Okay. Pumpjack. Dauert eine ganze Weile. Ja. Was machen wir denn? Wir müssen das Öl eigentlich erstmal zwischenlagern. Ich muss irgendwo mir eine Ecke aussuchen, die wir für die Ölverarbeitung nehmen. Hier oben würde sich eigentlich anbieten. Warte mal, wo kommt die Mauer hin? Können wir uns eigentlich aussuchen, ne? Wir könnten die Mauer auch hier oben ziehen. Das heißt, das ganze Feld hier oben wäre für Ölbereitung machbar. Also ich müsste jetzt eigentlich schon wissen, wie die Basis in 100 Folgen aussieht. Weil wir müssen ja auch noch einen Platz haben für die Schmelzöfen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Zug später, wenn er von unseren Kolonien kommt, hier reinfährt, von rechts. durch die ganzen Pumpjacks. Okay, er fährt hier unten rein. Hier ist dann eine Haltestelle. Dann entlädt er hier die ganzen Erze. Und die eventuell noch Öltanks, wobei ich nicht denke, dass wir von außerhalb Öl reinholen müssen. Und die eventuellen Öltanks. Und dann fährt er hier einen Bogen. Das können wir dicht machen. Fährt er hier einen Bogen und oben wieder raus. Oder er macht hier eine kleine Wende und fährt dann wieder raus. Das heißt, wir können den Platz oben wirklich nutzen für Ölverarbeitung. Okay. Das heißt, wo kommen die Öltanks hin? Ganz oben. Wir bauen also hier unten die Pumpjacks, machen dann lange Leitungen nach oben, füllen da ganz viele Tanks mit Öl und die füllen sich erstmal einfach nur, damit wir es haben. Und dann werde ich 2, 3 Folgen lang die Infrastruktur aufbauen, um die ganzen Raffinerien und Chemikalienfabriken und was weiß ich geschickt miteinander zu verbinden, sodass wir halt sowohl Brennstoffblöcke bekommen, als auch Schwefelsäure und Lubricant und Schwefel direkt für Batterien und das andere für Plastik und für blaue Chips. Ihr wisst noch, das war, ne? Es hat 3, 4 Folgen gedauert, glaube ich, im Vanilla, das alles aufzubauen. Und ich denke mal, so wie ich Dytech bisher kenne, werden die auch da irgendwas gedreht haben. Ich habe ja schon die MK2 Pipes gesehen. Da müssen wir dann gucken, wie wir das genau machen. Oh ja. Oh, und auf keinen Fall vergessen, schön weiter Mauern zu bauen. Also, bis gleich.